Die Leitner AG aus Sterzing lässt wieder einmal weit über die Landesgrenzen hinaus aufhorchen. Zur internationalen Gartenausstellung IGA Berlin 2017 entsteht in Berlin erstmals eine Kabinenseilbahn. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller begleitet den Startschuss für das derzeit größte urbane Seilbahnvorhaben in Deutschland, das von der Südtiroler Leitner AG realisiert wird. Ein großes Dankeschön natürlich auch der Firma Leitner und allen Beteiligten, dass das alles bisher so problemlos und im Plan zu organisieren war. Heute erleben wir die Endmontage der ersten Stütze und ich glaube, alle sehen schon, wie spektakulär es ist und können sich darauf freuen. Und ich hoffe, dass es in diesem Sinne so positiv und so erfolgreich auch weitergeht bei der Umsetzung jetzt des weiteren Bauvorhabens, sodass man dann auch wirklich im April 2017 starten kann mit der kompletten Infrastruktur und dann eben sagen kann, wieder eine großartige Attraktion hier in dem Bezirk und vor allen Dingen für Berlin. In diesem Sinne alles Gute und viel Erfolg. Auf einer Strecke von 1,5 Kilometern wird die Bahn Passagiere ab Eröffnung der IGA am 13. April 2017 barrierefrei über das rund 100 Hektar große Ausstellungsgelände führen. Natürlich ist es ein bedeutender, wunderschöner Tag heute, nicht nur weil die Sonne scheint, sondern weil für einen Südtiroler Betrieb in Berlin eine Bahn zu eröffnen, den Bau einer Bahn zu eröffnen, mit dem regierenden Bürgermeister nicht nur Freude, sondern auch eine große Ehre für uns ist. Und wir haben darum natürlich lange gekämpft, im Sinne, dass vertragliche Verhandlungen waren. Die Bahn wird 1,5 Kilometer lang einen Park überqueren. Die Bahn wird von uns geführt, also ist ein Musterbeispiel von einem PPP-Projekt, Private-Public Partnership. Wir haben dann 18 Jahre die Betriebsführung dieser Bahn. Und diese Bahn wird nicht nur zur IGA, das internationale Gartenschau, wo man viele Millionen Besucher hat, ihre Funktion haben, sondern später eben auch eine teils urbane, teils für die Besichtigung der internationalen Gärten Funktion haben. Und wir gehen davon aus, so erfolgreich wie wir schlussendlich in Hannover waren, wo wir in 6 Monaten 8,5 Millionen Personen transportiert haben, dass wir auch hier in Berlin die ganze Bahn erfolgreich betreiben werden. Während der Fahrt können die Gäste der IGA die neuartige Parklandschaft mit den Gärten der Welt und dem Kienbergpark aus der Vogelperspektive betrachten. Dieses Projekt wird von Leitner über die Zeit der IGA hinaus langfristig als innovative Tourismus- und Verkehrsinfrastruktur betrieben. Das Projekt Leitner Seilbahn Berlin ist für uns deswegen sehr, sehr wichtig, um auch die Kompetenz von Seilbahnen in den urbanen Bereichen zu zeigen. Und da bietet sich natürlich die größte deutschsprachige Stadt und Hauptstadt Deutschlands, Berlin, ist prädestiniert, um ein so großes Leuchtturmprojekt umzusetzen und auch für andere Städte zu zeigen, was eine Seilbahn in der Lage ist, in einer Stadt zum öffentlichen Verkehr dazu beizutragen. Die technischen Daten dieser Seilbahn in Berlin, sie ist 1500 Meter lang und hat eine Förderkapazität von 3000 Personen pro Stunde je Richtung. Das heißt, wir haben eine Systemförderleistung von 6000 Personen. Die Seilbahn startet in der U-Bahn-Station Grottgrauer Straße, kommt dann über das Wuhletal zur Mittelstation am Kienberg, wo man ein- und aussteigen kann und fährt dann weiter Richtung Eingang Gärten der Welt. Wir benötigen insgesamt 8 Stützen und haben 3 Stationen, wo wir ein- und aussteigen können. Es handelt sich um eine Einseilumlaufbahn mit 10er-Kabinen, wobei wir 62 Kabinen brauchen, um diese 3000 Personenförderleistung zu gewährleisten. Der Bau der ersten Stütze bildet den offiziellen Startschuss für die Seilbahn in Berlin. Gleichzeitig wird bereits die Mittelstation der Seilbahn montiert. Auch an den beiden weiteren Stationen haben die Fundamentarbeiten schon begonnen.
Ja, die Seilbahn ist enorm wichtig für die IGA, weil wir erwarten natürlich bei 2,4 Millionen Besuchern sehr viele, die auch mit der U-Bahn anreisen. Und man kann dann mit der U-Bahn anreisen, geht einmal über die Straße, steigt ein in die Seilbahn, kann dann sowohl den Kienberg erreichen, barrierefrei, umweltfreundlich, als auch das Hauptgelände. Insofern ist es eine ganz, ganz wichtige Infrastruktur. Insofern ist es eine ganz, ganz wichtige Infrastruktur. Und zum anderen wollen wir selbstverständlich auch damit zeigen, dass es interessante neue Verkehrsinfrastrukturen in urbanen Räumen, in Metropolen gibt. Denn auch eine Gartenausstellung, eine internationale Gartenausstellung, ist auch ein gutes Stück internationale Bauausstellung. Insofern ist dieses Projekt sehr vorbildlich. Umweltaspekte genießen bei den Bauarbeiten höchste Priorität. Bereits bei der Planung wurden die Belange von Natur und Landschaft im Wuhletal berücksichtigt und haben diese maßgeblich beeinflusst.